Sabine ist die Anführerin einer berühmt-berüchtigten Jugendgang aus Sauerfeld und die Freundin von Johannes. Gemeinsam mit Franz beherrschen sie jeden Nachmittag das Schulgelände. Klaus, der Neue aus der 8D, kommt eines schönen Tages am Schulgelände vorbei. Schon lange haben die drei Klaus im Visier und wollen seinen Schwachpunkt finden. Dazu heuern sie den dicken Jungen, genannt Picky, aus der benachbarten Förderschule an. Dieser soll den Klaus mal so richtig aufmischen. Auf sicherer Entfernung beobachten Sabine, Johannes und Franz das Geschehen. Klaus ist also an diesem Tag zur falschen Zeit am falschen Ort. Picky kommt hinter einem Baum hervor und sagt: Na du Opfer, hättest mal besser in deinem Kaff bleiben sollen. Heute verpasse ich dir einen Denkzettel. In der Zeit holt Picky einen Zettel aus seiner Hosentasche und schreibt was auf. Vorsicht vor Sabine und ihrer Gang. Die haben dich auf den Kieker und wollen, dass ich dich verprügel. Klaus bemerkt Sabine, Johannes und Franz. Demonstrativ reicht Klaus dem Picky die Hand und beide gehen vom Schulgelände. Von nun an wird Picky von der Gang nicht mehr benutzt.